Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich muss euch ein bisschen nach hinten stellen, das gefällt mir noch nicht so gut. So, jetzt ist besser. Jetzt sieht man mich, jetzt sehen wir uns nicht. Wir sehen uns nicht, das ist das Gemeine an der Sache. Hier geht es mehr oder minder nicht darum, was ich mache, sondern vielmehr so ein Beisammensein, ein Quatschen, ein bisschen was trinken. Ist immer noch eine Schwierigkeit von mir. Heute gab es im Automaten vom Sport Mango und Zitrone und das hat voll gut geschmeckt. Und ich war mir nicht so genau sicher, als ich zum zweiten Mal nachgefüllt habe. War das jetzt Mango und Zitrone, wo ich getrunken habe, oder war das Eistee? Dann habe ich Eistee drauf gekippt. Das sind natürlich so isotonische Getränke mit Süßstoff. Die Mischung ist aber auch nicht schlecht jetzt. Naja. Aber leider meine neue Obsession. Also, ich trinke schon eine ganze Weile Zero Coke, ja. Aber das hier, die Vanille ist auch nicht schlecht. Natürlich hat sich mein Geschmackssinn durch das, dass ich halt viel so Sportgetränke und so trinke, mit Süßstoff hat sich mein Geschmack verändert. Bin ich ganz froh drum, denn früher habe ich Cola immer mit Wasser getrunken, weil es mir zu süß war. Da hat mich jeder mal komisch angeguckt. Die da. Die Zero Cola, die haben sie irgendwie jetzt der Geschmack von der Zero Cola ist einfach. Ich mochte schon immer Cola. Aber, sind wir mal ehrlich, Cola ist ein scheiß Unternehmen, Coca-Cola. Na, also mir ist es durchweg auch bewusst und ich versuche das so gering wie möglich auszuleben, so mir das halt wirklich auch einzuteilen. Mal eine kleine Flasche zu kaufen, nicht literweise das Zeug zu saufen, sondern halt wirklich sich das einzuteilen und schön, wisst ihr, wie ich meine. Ich muss mit dringend mal wieder ein paar Sachen kaufen, weil gerade diese Cremesachen, die sind halt alt jetzt wieder. Aber ich habe gerade eine sehr, sehr große Investition gemacht. Ich habe mir einen Computer gekauft für 1600 Euro. Das hat ein bisschen wehgetan, bin ich ehrlich. Ich kann mir mal mein Licht an, denn sehen tue ich nicht viel. So. So ist schon mal besser. Ja, 1600 Euro, das war schon, also ich tue mir dann auch so mit so Investitionen echt schwer. Das wird dann bei der Kamera noch heftiger, weil die Kamera, die ich haben möchte, kostet über 2. Genau. Ich bin natürlich immer noch daran interessiert, die Kamera gebraucht zu kaufen, eine Sony Alpha 6600. Da hätte ich echt Lust drauf, die irgendwie gebraucht irgendwo zu kriegen. Vielleicht weiß ja jemand was von euch. Also die dann nicht für einen vollen Preis zu kaufen, aber es ist jetzt auch so, dass ich nicht direkt danach noch eine Kamera kaufen kann. Das geht nicht. Ich muss mich jetzt echt mal so die nächste Zeit zusammenreißen. Und dann wird das cool. Hoffentlich. Boah, meine Nase, die ist halt echt auch so ein bisschen rötlich. Das ist ganz gut, in diesem Quattro hast du halt alle Farben drin, die du irgendwie brauchen kannst. Und gegen Rot hilft Grün. So einfach ist das. Das ist ganz cool. Und ich versuche jetzt halt so meine Ausgaben so gering wie möglich zu halten. Das heißt, keine Luxus-Skincare. Das auf keinen Fall. Dann auch beim Essen darauf zu achten, halt wirklich. Mir Schwabe sagen, Hofele. Bisschen langsamer machen. Denn Fakt ist, vegan geht auch, hey, ich bin seit 11 Jahren vegan. Und vegan geht halt echt auch ohne Ersatzprodukte, sind wir mal ehrlich. Natürlich mit Ersatzprodukten ist das natürlich witziger. Noch ein bisschen von meinem Concealer, den ich jetzt auch mal ersetzen sollte. Dieses
Alverde-Fach bei uns im Laden ist einfach immer leer. Also jedes Mal, wenn ich mir einen Concealer kaufen möchte, ich bin halt grob einmal die Woche im DM, ist immer leer. Klar, unser DM wird auch nicht so super geil geführt. Ich würde mich mal interessieren, ob das auch in anderen Läden ist. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wir haben so viele leere Fächer immer im Laden. Das ist Wahnsinn. Na, und dann sind sie zum Teil halt echt auch richtig krass unfreundlich. Also bei uns merkst du richtig, dass das halt kein gutes Betriebsklima ist, weil das merkst du richtig, richtig krass. Na, so. Vor allem, da ist ständig so ein fliegender Wechsel. Das ist Wahnsinn. Nee, aber diese leeren, wie sagt man so schön, diese leeren Regale. Und klar haben wir natürlich auch eine Zeit, wo es eben leere Regale auch gibt und wo man leere Regale auch akzeptieren sollte. Aber ich muss ehrlich sein, es war bei uns schon immer so, dass die Sachen nicht anständig aufgefüllt sind oder eben auch gerade so für ältere Menschen. Ich helfe halt viel meiner Mutter, weil die sich halt auch nicht mehr so richtig flexibel bewegen kann. Das Ganze oft so, dass halt die Sachen, gerade wenn sie ganz unten sind, ganz hinten oder gut, wenn sie weiter oben sind, muss ich natürlich auch jemanden zu Hilfe holen, denn ich bin halt einfach auch klein, ne? Also 1,59 Meter, da reiche ich nicht überall hin. Das ist halt nochmal so. Boah, ich liebe diesen Pinsel, der ist so cool, den ich mir früher mal gekauft. So ein Kabuki. Das ist der einzigste, der noch übrig geblieben ist. Den Rest habe ich halt echt alles weggetan. Denn die sind zum Teil halt echt auch kaputt gegangen. Und ich habe sie halt auch nicht genutzt. Muss man auch sagen. Ne? Aber der hier, der ist halt richtig schön eng gebunden. Und das mag ich ganz gerne. Bin noch nicht ganz fertig. Also ich habe mich jetzt auf Mineral-Make-up einfach eingeschossen, denn Fakt ist, ich bin zu wenig geschminkt. Was bedeutet, dass ich halt immer das Zeug wegschmeiße. Und so einen Concealer kriege ich gerade leer, aber ein Make-up schmeiße ich grundsätzlich und flüssig ist immer weg. Na, also muss halt echt nicht sein. Ja, leider wieder ein bisschen Skinpicking gemacht. Das ist ein großes Problem von mir. Ich habe ja auch schon hier auf dem Kanal drüber gesprochen. Hier sind halt wieder zwei so Macken, die ich habe. Auch hier hinten habe ich Macken. Und ich habe von der Jess gehört, die hat ja jetzt auch diesen Podcast Ping Pong, dass sie sich oftmals schminkt oder geschminkt hat, um nicht an ihr Gesicht zu gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hält es leider nicht auf. Ich kann geschminkt sein, nicht geschminkt sein, scheißegal. Ich glaube, ich gehe heute noch zum Friseur von mir schneiden. Der ist super lange. Super, super lange. Jetzt könnte ich mir eigentlich schon ein bisschen Blush drauf machen. Der Zeitpunkt ist kreativ, aber why not? Ja, was ich früher an Geld ausgegeben habe und nur das Zeug weggeschmissen, dann hinterher, weil es kaputt gegangen ist. Schon krass.
geht nicht so viel Farbe von dem Ding weg. Ich glaube, das war immer schon ein Problem, dass der halt einfach nicht farblos ist, aber die Farbe nicht so gerne hergibt. Die Dinger, die gibt es ja auch nicht mehr. Oder vielleicht in der Art gibt es das schon noch, so ein Catrice-Ding. Aber ich habe mir ja früher echt regelmäßig Zeug gekauft und es dann einfach nicht verwendet oder weggeschmissen. So diesen Augenbrauenstift, den gibt es jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich muss mal im Internet gucken. Weil Blond ist die Farbe für mich. Die ist ein bisschen aschig. Die ist eigentlich echt perfekt. Und ich liebe das. So. Und noch ein Augenbrauengel. Wunderbar. Kann man so machen, oder? Kann man so machen. Das hier wollte ich mir hier mal in groß kaufen. Werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Das ist so Mineral-Make-up. Funktioniert für mich ganz gut als Unterlage, denn ich habe schon länger keinen Primer mehr. Den habe ich. Das ist auch eine Sache, die ich regelmäßig weggeschmissen habe, weil ich es nicht regelmäßig... Das ist eigentlich allgemein mit so Creme-Produkten, das ist halt einfach schwierig. Deswegen schön Mineral-Make-up drauf machen, das hält eigentlich auch ganz gut bei mir. Vor allem ist das halt um einiges feiner wie das von Alverde, was ich mir jetzt drauf gemacht habe. Aber so mein Ziel ist es natürlich, dass ich das von Alverde so einigermaßen aufbrauchen kann. Na, also da ist schon einiges leer. Das gibt es in der Form nicht mehr. Das haben wir, glaube ich, echt rausgenommen, weil die Farbauswahl war jetzt nicht so gut. Ich glaube, heute wird es mal das hier. Das ist auch schon super, super alt. Ich habe das jemandem abgekauft, kann ich mich noch dran erinnern. Und ich weiß noch ganz genau, wo das Problem war. Denn die Farben, die geben auch nicht so wirklich gut Farbe ab. Obwohl, geht schon. Aber ein Pinsel ist schwierig. Mit dem Pinsel ist es wirklich schwierig. Deswegen jetzt so aufs Auge. Mit irgendwas Festem funktioniert es schon so ein bisschen. Machen wir es halt mit dem hier.
So, von euch aus gesehen habe ich meine Steuer hoffentlich schon gemacht. Aber von mir aus gesehen, ich habe jetzt gesagt, Montag geht's los. Ich habe jetzt keine Ausreden. Ich glaube, daher gehe ich am Montag erst mittags zum Sport. Morgens schön meinen Scheiß machen, weil andersrum funktioniert das meistens nicht mehr ganz so gut. Da habe ich dann meistens erst recht keinen Bock mehr. Da werde ich dann mittags gehen. Das ist immer so ein Drama jedes Jahr aufs Neue. Ich bin immer so froh, wenn ich es gemacht habe. Und ich muss es ja machen, weil ich ja einen Gewerbeschein habe. Ich bin so froh, wenn ich das hinter mir habe. Du kannst dir nicht sagen, nee. Weil ich finde Finanzamt, alles was mit dem Finanzamt zu tun hat, finde ich schon jedes Mal irgendwie schon so ein bisschen bad. Warum eigentlich nicht mit dem Finger die Farbe auftragen? Und sieht so ein bisschen intensiver aus. Why not? So. Das könnte ich ein bisschen mehr verblenden. So. Eyeliner. Ich brauche dringend eine Mascara. Empfehlungen immer raus damit. Also ich muss eh allgemein mal wieder mein Zeug hier erneuern. Denn verwendet Kosmetika nicht ewig. Also ich find's übertrieben, muss ich sagen. Eine Mascara nach 6 Monaten wegzuschmeißen, das ist nicht übertrieben. Das muss echt nicht sein. Aber ewig lang drüber soll es nicht sein. Also bei mir kann es schon passieren, dass ich mal ein Jahr das Zeug habe. Gebe ich zu, weil meistens finde ich die so nach diesen 6 Monaten erst richtig gut. Dann ist die so ein bisschen trockener und funktioniert auch so ein bisschen besser für das, was ich machen möchte, ne? Und aber selbst ich sag so, wenn es so über ein Jahr ist, ich habe auch schon 2 Jahre eine Mascara gehabt, dann schmeiße ich die Sachen auch weg. Denn toll für die Haut ist das nicht. Das muss man sich halt wirklich vor Augen halten. So, das Auge hat besser geklappt wie das. Das ist immer das Gleiche. Eyeliner wird nie gleich. Nie. Jetzt können wir hier aber echt noch so ein bisschen diesen hier machen. Und diesen hier machen. Und das hier machen. So ein bisschen. So,
Und von der besagten Mascara habe ich ja schon gesprochen. Ich brauche dringend eine neue. Ich brauche einen neuen Concealer. Und ich brauche eine neue Mascara. Ich muss mir mal echt das nächste Mal Zeit nehmen und dann wieder so ein bisschen durchgucken. Aber es ist halt so, so die normalen Sachen, die haben halt Mikroplastik. Und das will ich nicht verwenden. Das müsst ihr euch halt einfach im Klaren sein, wenn ihr selber darauf achten wollt. Alles, was nicht Naturkosmetik ist, ist höchstwahrscheinlich Mikroplastik belastet. Oder halt Kunststoff belastet. Und nur zu meinem Vergnügen sowas zu verwenden, passt halt nicht so in die Regel, die ich mir auferlegt habe. Will ich auch nicht. Bin ja dagegen. Das wisst ihr ja auch. Deswegen verwende ich Naturkosmetik. Da kannst du dir halt hundertprozentig sicher sein. Aber es kann halt auch passieren, dass die Sachen nicht vegan sind. Naja. Also ich versuche schon immer darauf zu achten, dass Dinge eben vegan und nachhaltig einigermaßen sind, eben ohne Kunststoff und so weiter und so fort. Also deswegen verwende ich halt Lavera, Benecos, Alverde und so diese Sachen hier, die sind halt von früher Reste sozusagen. Ich muss ganz, ganz dringend einen Pony schneiden lassen. Der ist halt jetzt einfach hart zu lang. Vielleicht sehe ich das heute echt noch durch. Mal gucken. So, ihr Lieben, ich melde mich ab. Sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Kennst du diese Coca-Cola-Obsession auch? Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber es ist, wie es ist. Warum soll ich es denn verstecken? Ich sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Wie du mich unterstützen kannst mit einem Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.